It's Bullshit Time! Ach, hier eine kleine Geschichte darüber, was für einem gewaltigen Genie ihr jeden Tag zuschaut. Ich habe letztes Mal behauptet, dass wenn man in dieser Welt schießt, man stirbt. Und ich war ehrlich davon überzeugt, dass es die Wahrheit ist. Ich würde es diesem Spiel einfach zutrauen, dass es so sadistisch pervers ist. Und da ich bis jetzt von diesem Spiel nur Speedruns gesehen habe und die nicht sonderlich viel Save Points verwenden, habe ich auch gar nicht dran gedacht, dass das gar nicht wahr sein könnte. Pass mal auf. Was ist da denn los? Mensch! Ich hatte vorher, warum auch immer, meine Schusstaste auf Q gelegt. Und Q ist jetzt lustigerweise der Knopf zum automatischen Selbststerben. Steht in keiner Anleitung, steht auch nicht im Steuerungsmenü. Muss man halt wissen. Wenn man es nicht weiß, endet man so wie ich und startet ein erfolgloses LP. So, wir können schießen, wir können sterben, alles in Ordnung. Der Pinguin übrigens hier unten, der sagt ja, please don't shoot, und natürlich als normal denkender Mensch sollte man ihn sofort abschießen und wird von einer Horde von Pinguinen vergewaltigt. Wenn man es auf der rechten Seite macht, teleportiert er sofort an die Stelle, an die man ist, und tötet einen. Warte mal, ich möchte mal was probieren. Jetzt, okay, ans rettende Ufer. Man kriegt ein Achievement dafür, wenn man es macht, da ich es jetzt aber schon gemacht habe. Katzen! Kriege ich es natürlich nicht. Wow, mein Spiel fängt an zu laggen. Wow. Vielleicht sollte ich versuchen, ans rettende Ufer! Oh, da sind Pinguine, die auf mich warten. Gut, dadurch, dass ich jetzt speichern kann, wird mir das Ganze. Warte mal. Ich muss das Mikrofon entrichten. Wird mir das Ganze doch ein klein wenig erleichtert. Okay, und sofort gestorben. Gott sei Dank muss keiner einen Death-Counter mitmachen, weil er ja schon da steht. Boah. Keine Sorge. Ich habe meine Tastatur ein bisschen umgelegt, von daher muss ich mich jetzt erstmal dran gewöhnen. Das ist jetzt meine Entschuldigung dafür, dass ich die nächsten 15 Greens noch versagen werde. Geduld, junger Padawan, Geduld. Man hat mir auch angeboten, das ganze Multiplayer zu spielen, wenn ich mal nicht weiterkomme. Klingt. Gott! Bin ich langsam jetzt mit meiner anderen Steuerung. Oh Gott, warum sterbe ich, wenn ich die Wand berühre? Das ist so ein Bullshit. So fucking Hitboxen, schlimmer als Dark Souls. Dark Souls hat miserable Hitboxen, ich bleib dabei. Kann mir niemand was anderes erzählen. Gott fucking damit. Ich bin sehr beeindruckend, dass man dieses Spiel im Multiplayer spielen kann. Und wenn ich mich nicht so dumm anstellen würde, das ist Wahnsinn. Ich habe das vorhin Probe gespielt. Und es hat mir keinerlei Probleme bereitet. Und jetzt? Wahnsinn. So ein Versager. So, warte mal. Slow and steady wins the race. Okay. Easy. Kein Problem. Easy. Das schaffe ich jetzt auch. So, erster Versuch. Ich zähle das nicht, weil da Stacheln waren. Oh mein fucking Gott. Erster Versuch. So, erster Versuch. Oh, erster Versuch. Wow. Okay, was kommt jetzt? Oh Gott, ich erinnere mich an dieses Ding. Warte mal, das musste man. Warte mal, das musste man. Irgendwie. Nee, warte, man muss. Warte. Nee, warte, ich mach's falsch. Ich mach's schon falsch. Ich hab das in dem. What the fuck? Was zum Fick? Warte, ich krieg das hin. Warte, ich krieg das hin. So behindert. Der Rest von diesem Spiel. Oh mein Gott, ich hab's geschafft. Wow. Save point. Oh mein Gott, wir machen Fortschritt, guys. Okay, warte, das schaffe ich beim ersten Mal, oder? So. Die ersten drei Male zähle ich jetzt hier nicht. Warte. Oh mein Gott, vielleicht soll ich es richtig machen. Die Tastatur hat nicht reagiert, ich schwöre es. Und die Sonne hat mich geblendet und mein Controller ist kaputt. Und, oh mein Gott, ich muss aufs Klo und überhaupt. Habt ihr das auch immer früher gemacht bei euren Geschwistern? Oh warte, ihr seid verwöhnte Einzelkinder, die alles in den Arsch geschoben kriegen. Im Gegensatz zu mir, der sich alles im Leben hart erarbeiten musste. Warum schaffe ich es jetzt nicht mehr? Vielleicht sollte ich 10 Sekunden die Fresse halten. Gott, fuck it.
Okay, warte, warte, warte. Das kann ja nicht so schwer sein, nicht komplett an der eigenen Behinderung zugrunde zu gehen für 10 Sekunden. Oh, warte mal, warte mal. Das macht's natürlich ein kleines bisschen einfacher. Wenn jetzt scheitere ich trotzdem. So ein Scheißhaufen. Das ist ja eigentlich wirklich. Das ist ja eigentlich wirklich nicht so schwer. Ja, muss es nur. Slow and steady wins the race. Außer man ist nicht gut in diesem Spiel. Das wird sich auch nicht ändern, dass ich nicht gut in diesem Spiel bin. Aber ich denke, ich werde es. Ich denke, ich bin nicht der schlechteste Spieler auf der Welt in diesem Spiel. Immerhin ist das Ganze. Wow! Nein! Was? 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 Ich habe nicht R gedrückt. Ich habe. Immerhin ist das ganze Anfang schon die halbe Miete, ne? Ihr wisst schon wieder, ne? Wer nicht beginnt, der kann ja auch nicht gewinnen, ne? Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Und wenn ich dir gar nicht erst mit diesem Let's Play angef. Boah, so ein Bullshit. Wenn ich gar nicht erst mit diesem Let's Play angefangen hätte, hätte ich ja auch gar keine Chance, hier schlecht in diesem Spiel zu sein. Hätte ich es niemals herausgefunden. Und ich bin der Meinung, dass ich meine Sache bis jetzt relativ gut mache. So, okay. Relativ, das heißt, im Vergleich zu dem, was ich bei Dark Souls abgeliefert habe. So. Sehr schön. Kann ich hier nach rechts? Warte mal, nee, das zählt nicht, weil da war mein Mauszeiger im Weg. Ich kann hier nach rechts. Will ich hier nach rechts? Ich denke mal, ich springe von deren Köpfen ab. Irgendwie. Ich habe keinerlei. Oh Gott, das sind ja zwei Dinge. Warte mal, wie komme ich da unten hin? Okay, heißt das jetzt, ich mach das Gold. Warum sterbe ich, wenn ich da? Weil der Mauszeiger da ist, oder was? Jetzt hör doch mal auf, du scheiß Mauszeiger. Es ist halt echt wegen des Mauszeigers. Okay, haha. Ich habe ein Rätsel gelöst. Character unlocked, Luigi. Na also. Okay. Guck mal, ich hab schon, ne? Luigi und so. Das schaffe ich. Das schaffe ich. Vielleicht soll ich ein bisschen später spielen. Ja, ist fucking Boshi-Time, hast du verstanden? Ich hab immer verstanden, it's Magic Time. Verstehe ich das falsch? Dienen die nicht so als Extrasprung? Ne, ich muss von deren Köpfen abspringen. Oh Gott, das schaffe ich nicht. Und ich werde es auch nicht jetzt übermäßig lange probieren. Oder muss ich doch? Warte. Warte, 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 warte. Nein! Ich war auch die Überlegung, ob ich das Ganze auf dem. Nee, keine Ahnung, wie das funktionieren soll. Ob ich das Ganze mit dem Controller spiele, das könnte es vielleicht sogar einfacher machen. Kapiere das nicht. Soll ich dadurch irgendwie an Höhe gewinnen? Oh Gott. Einmal noch, einmal noch, einmal noch. Ich will zumindest herausfinden, vergiss es. Egal, also der hier. Okay, warte, das funktioniert so nicht. Warte, das funktioniert so nicht. Oh Gott. Warte, das ist nicht so schwer. So. War doch gar nicht so schwer, ne? Was ist hier? Das sieht doch einfach aus. Oh, warte mal, ich hab's gebackt. Was ist mit dem denn? Kann ich da. Wenn ich gegen die Decke spring, sterbe ich, oder? Ich hab ein bisschen Angst. Nee, doch nicht. Wow! 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 Ich glaube, es war gerade ein bisschen lucky von mir, dass ich da nicht verrückt bin. Okay, der killt mich. Okay, der killt mich. Was ist das jetzt? Warte. Nein, warte, 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 warte. Warte, es wird besser. Ganz sicherlich. Der beste Teil kommt noch. Scheiße. Gott! 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 Was mache ich? Es ist doch nicht so schwer. Ich
spring viel zu früh. So. Gott! Dreckspiel! Ja, ich gebe dem Spiel die Schuld an meiner Unzulänglichkeit, ein Spiel richtig zu spielen. Wow! Vielleicht haben wir doch eine Chance darauf, dieses Spiel zu schaffen, wenn ich es auf einfach spiele. Warte mal, da rechts, da eiert der doch schon. Pisser. Ernsthaft. Warte, ich brauch die roten Steine nicht. Ich bin eine unabhängige Frau! Aus dem Weg. Nein. Nein! Ich brauch die roten Steine nicht. Nein! Hölle. Yes. Warum springt er nicht schon mal? Oh Gott, ich bin so behindert. Das war ein ernsthaft. Manchmal springt er nicht zweimal, aber es kann auch sein, dass ich daran schuld bin. Aber das glaube ich jetzt nicht. Oh Gott, ich sollte nur einmal springen. God damn it! Spongy time! So, war doch nicht so schwer. Jede Menge Speicherpunkte. Sag ja, auf leicht kann ich es vielleicht schaffen, dieses Spiel. Ja, ganz vielleicht. Das sieht jetzt. Wow, das war gar nicht mal so schwer. Und jetzt? Oh. Sterbe ich, wenn ich hier drauf bleibe? Oh ja. Ah! Was? Okay, halt. Oh mein Gott, das ist doch viel zu knapp. Was soll ich das denn schaffen? Kann ich den wegschießen? Kann ich doch bestimmt. Warte, ich habe eine Idee. Nee, das Ding killt mich wahrscheinlich so oder so. Ich habe mich selbst in Luft gejagt, um es zu verhindern. Kann ich den wegschießen? Oh mein Gott, vielleicht sollte ich nicht an der Spinne sterben, um das herauszufinden. Kann ich nicht wegschießen. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich was falsch gemacht habe. Das schaffe ich ja nie und nimmer. Kann ich den später... Oh mein Gott. Wenn ich jetzt hier einfach stehen bleibe, der kommt. Also das heißt, ich habe schon viel zu viel Zeit auf dem Screen verbracht oder was? Ich gehe jetzt mal hier wieder raus. So, jetzt machen wir das. Gott, vielleicht sollte ich nicht wie ein Vollidiot jedes Mal. Ich hab dich. Da! Was zum Fick? Was zum Fick? So, jetzt, ja, jetzt habe ich einen kleinen Vorsprung. Ich werde es trotzdem nicht schaffen. Oh mein! Okay. Fucking Papagei. Oder was das sein soll. Keine Ahnung, was es ist, aber es kann zur Hölle fahren. Sieht eindeutig aus wie ein Papagei. Wow! Fuck you! Scheiß Papagei. Ah, es ist ein Papagei. Run! Boshi, run! Oh Gott, zu spät. What the fuck? Keine Sorge, die erste Welt schaffen wir. Ganz bestimmt. Die erste Welt schaffen wir ganz bestimmt. Ich bin felsenfest davon überzeugt. Das war schon zu. Das Ganze eh schon vergessen. Wenn ich die nicht sofort Scheißding triggere. Vielleicht sollte ich mal drauf aufpassen, wo genau das triggert. So, hier. Nein. Es war schon zu lang. Keine Chance. Nicht mit meinen Skills. Okay, auch schon wieder vergessen. Warte, da kommt er schon. Ich wusste es. Gott. Oh mein Gott, mein Bein juckt. Aber ich muss weiterspielen. Ich muss es tun. Für meine Familie. Piss dich, du Scheiß. Ihr Fuck-Spider. Warte. Ah, das sieht doch.
halb so schlecht aus. Ich hab immer die. Zu spät, zu spät. Immer noch die Möglichkeit, alles rauszukatten. Aber bis jetzt geht's ja eigentlich noch. Goddammit! Okay. Ich cut hier mal kurz. Um mein Bein zu kratzen. Und was zu trinken zu holen. Wir sehen uns gleich. Bis dahin. So, nachdem ich ordentlich masturbiert habe, bin ich jetzt in der Lage, das ganze First Try zu schaffen. Warte, das zählt nicht, weil ich vergessen habe, dass die Spinne ja wieder runterkommt. Run, Boshi, zu spät. Nee. Das zählt. Ich kann hier nochmal cutten. Ach Gott, damit. Zu spät. Fuck you. Warum hasst er mich? Warum hasst er mich so sehr? Das sieht aus wie der behinderte Vogel aus. König der Löwen. Das gleiche Blau, der gleiche gelb-rote Schnabel. Das ist eindeutig derselbe Scheißvogel. Habe ich schon immer gehasst. Scheiße. Vogel. Es muss doch eine bessere Möglichkeit geben, außer zu sterben, um das Ganze zu schaffen. So. Ja, aber ich habe das Gefühl, dass ich hier noch ein bisschen Zeit sparen könnte, wenn ich... Das war eigentlich schon ziemlich gut, glaube ich. Weißt du, dieser behinderte rote Block hilft überhaupt nicht. Ich bleib nur an dem hängen. Ich bleib nur an diesem scheiß roten Block hängen. Die sollen nicht helfen, die machen das ganze Spiel schwerer. Nichts von wegen Hilfe. Alles Lügen, alles Hass und Verrat und Tod. Und oh mein Gott, wie bin ich daran Nee, das gebe ich mir nicht. Ich gönne diesem Vogel nicht den Genuss des Triumphs. Wenn mir schon niemand den Genuss des Triumphs gönnt, dann gönne ich ihm auch niemanden. Das ist die deutsche Mentalität. Wenn ich nicht Erfolg haben kann, dann soll es auch kein anderer haben. Es ist halt wirklich so, das habe ich so oft gemerkt an Arbeitsstellen. Also da wird jede Missgunst gegönnt. Missgunst gegönnt. So, komm, jetzt schaffe ich's. Komm. Warum bin ich denn so grenzenlos behindert? Kann mir das einer sagen? Das ist ja nicht mehr feierlich. Ich hatte es schon sicher in der Tasche. Dann entscheide ich mich dazu, behindert zu sein. Oh Gott, jetzt habe ich zu lange gebraucht, oder? Oh Gott, ich verliere hier Zeit. Oh mein Gott. Aber ich komme weiter. Ich habe langsam darauf geachtet, wo ich hinlaufen muss, damit die scheiß Spinne triggert. Das sind Fortschritte. Wir müssen jeden kleinen Fortschritt nehmen. So. Weil so wird das ganze Let's Play wahrscheinlich sein. So. Warum bin ich denn so? Das gibt's doch nicht. Run, Bush, run. Oh Gott, zu spät. Ach, jetzt weiß ich zumindest, wo ich den scheiß Vogel trigger. Sobald es Run, Bush, run heißt. Ist der scheiß Vogel getriggert. So, wie viele Subscriber brauche ich, bis ich davon Speedrun mache? Weiß ich nicht. So. Boah! Fick doch diese Earfuck-Spinne in den Arsch. Nein, ich weiß, dass das einige von euch gerne machen würden, weil ihr kranke Fetischisten seid. So. Boah. Wir haben ja... Ich habe noch nicht das Gefühl, dass ich jetzt so oft gestorben bin, dass ich rausschneiden müsste. Ganz ehrlich, ich bin noch in einem... Gott. Ich bin sogar noch gestorben. Ich habe noch sogar den einen Frame gesehen, in dem ich gestorben bin. So, hier bin ich sicher. Oh mein Gott, Katze, du hilfst jetzt überhaupt nicht. Oder vielleicht doch? Bist du jetzt die Glückskatze? Bist du die Glückskatze? Nein? Nein? Glückskatze? Du hast mir nicht weitergeholfen.
Also ich weiß, glaube ich, schon ganz gut, wie ich einschätzen kann, wann ich das Ganze cutten müsste und wann nicht. Das ist der Moment, wenn bei mir einfach nur innerlich alles stirbt und mein Kommentar auch noch schlechter wird als sonst. Also so richtig miserables Niveau. Dann weiß ich, der Punkt ist gekommen, an dem ich vielleicht cutten sollte. Aber bis jetzt bin ich noch guter Dinge. Es ist Welt 1. Hier kann man mal ein paar Mal Versagen rein zeigen. So ein kleiner Vorgeschmack auf das, was uns erwarten wird. Naja. Ich habe nicht weniger von diesem Spieler. Hass. Okay, ich muss noch mal ganz kurz cutten, weil Dinge passiert sind. Nein, das Übliche. Leute belästigen mich, weil sie mir nicht gönnen, Boshi zu spielen um diese Uhrzeit. Das ist früh am Morgen übrigens. Oh Gott, das habe ich fast wieder versaut. Also was? Ungelogen, ich habe das Ding getroffen. Es ist doch einfach nur so viel Bullshit in diesem Spiel. Das Spiel hasst nicht, weil es neidisch ist. Das ist die beste Begründung im Internet immer. Wenn man jemanden nicht leiden kann oder wenn man der Meinung ist, dass jemand nicht gut ist oder dass man... Keine Ahnung. Dann kommen die Leute immer mit, oh, du bist nur neidisch. Was mache ich denn da? Also auf die erste Plattform kann ich drauf, aber das hilft mir jetzt insofern auch nicht. Weil... Okay, vergiss es. Es war schon zu langsam. Wie hat mich das da getroffen? Das ist doch Bullshit. Wenn ich auf die erste Plattform springe, dann habe ich aber schon zu viel Zeit verschwendet, denke ich. So. Ich sollte jetzt einfach einen Cut machen. Bis zu dem Punkt, an dem ich das Spiel einfach komplett durchgespielt habe. Das wäre gut. Kann es denn sein? Diese Stelle wirkt gar nicht so schwer. Na gut, man kann sich halt nicht die Zeit nehmen, um zu schauen, was kommt und... Oh mein Gott. Ich bin der Meinung, dass ich hier irgendwie Zeit sparen könnte, aber ich weiß nicht, wie. Keine Ahnung. Ich glaube, jetzt habe ich sogar ganz gut Zeit. Ich hab... sicher, dass danach ein Speicherpunkt gekommen wäre. Ganz sicher glaube ich daran. Run, Boshi. Run for your fucking life. A fucking bird is chasing you and it's fucking faster than you. And you're basically a piece of shit. Konnte ich das verfehlen? Ich bin nur neidisch auf das Spiel, darum hasse ich es. Genauso wie Dark Souls, ich bin nur neidisch auf dieses Spiel. Weil ich nicht das Spiel sein kann. So. Oh, 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 oh! Warte, was ist denn da oben? Was ist das? Muss ich da rein oder? Warte. Muss ich jetzt nach rechts oder muss ich da rein? Was ist das? Was gibt's da oben? Da oben gibt's doch bestimmt was. Da! Ha! Haha! Was? Maybe you can feed this guy with your gun? Okay, warte. Zuerst holen wir uns hier die Kiste. Komme ich doch bestimmt hin, wenn ich nicht behindert bin. La la la, CD acquired. You have collected your first CD. Press 1 to use this item. When you get other DDs, you can. Jetzt kann ich. Sleeping, do not disturb.
Warum habe ich irgendwie sowas erwartet? Er hat geschrien, you shall not pass. Die englische Version von Gandalfs. Ich weiß gar nicht, was die deutsche Version ist. Also, maybe you can shoot this guy with your gun. Also, ich muss jetzt schnell genug schießen wie ein Behindi? Oder muss ich drüber springen? Also, probieren wir es mal. Ich habe keinen Turboschuss. Ich komme da nie und immer drüber. Das kannst du vergessen. Ich schau mir den Screen jetzt nochmal in aller Ruhe an und versuche herauszufinden, was ich tun kann, um hier nicht an der Stachel zu sterben. Sleeping, do not. Maybe you can defeat this guy with your gun. Ich habe keine Ahnung. Okay, wenn es jemand weiß, kann er es mir schreiben. Weil ich will jetzt noch in diesen komischen Porter da rein. Nein! Nein! Komm, ich schaff's. Okay. Was ist das? Mini-Boss 1, Boss 2. Halt 1. Oh, 201 Tode. Nein. Okay, ich verstehe. Wie im ersten, wie in I Wanna Be The Guy hat es. Komm ich da durch? Komm ich da durch? Ja. Oh, haben wir hier noch einen Speicherpunkt? Was? Oh, das dann beim nächsten Mal. Tschüss, bis dahin.